Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und damit einem Schiff, und das ist ja, kann man schon fast als Weltpremiere definieren, und zwar der Tirpitz, ein Tier 8 Schlachtschiff Premium der Deutschen, kommt erst noch raus. Ich war sehr glücklich, bei der Wargaming Party an eine Person gelangen zu dürfen, die mir dann nach einem längeren Gespräch den Code dafür in die Hand gedrückt hat. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und dementsprechend will ich sie auch natürlich jetzt hier präsentieren. Wir fliegen einmal so rundrum um sie rum. Besonderheit ist hier unten, da, dass die Tirpitz nämlich zur Bismarck selber sehr baugleich ist, allerdings Torpedowerfer hat und dementsprechend ja da etwas ja im Vorteil sogar noch ist. Deswegen gucken wir uns doch die Module mal an. Sie hat hier einen 380 mm Geschütz, beziehungsweise natürlich mehrere davon, mit einer vernünftigen Drehgeschwindigkeit und dann auch vernünftigen Nachladezeit. Knapp 70.000 HP hat das gute Stück. Torpedos mit einer Reichweite von 6 Kilometer. Also im Close Combat kann es auf jeden Fall dann doch mal den Ausschlag geben. Wir kommen 21,4 Kilometer weit und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 31 Knoten, was auch wiederum sehr angenehm für ein Schlachtschiff ist. Also es ist doch ein für ein Schlachtschiffverhältnis ein sehr mobiles Ding. Und ja, dementsprechend glaube ich, wir haben hier den Hafen, das Schiff und alles in Ruhe gesehen, aber jetzt gehen wir rein in das Gefecht und sehen uns da wieder. So, da sind wir jetzt also im Gefecht und los geht's auch schon. Ich habe hier noch gerade sozusagen im Übergang vom Battle zum, beziehungsweise von dem Hangar zum Battle, habe ich noch hier die Batteriemodifikation Nummer 2 eingefügt, wo die Türme ein bisschen schneller drehen und ein bisschen schneller nachladen. Das habe ich mir noch gegönnt, aber sonst ist sie in genau dem Zustand, wie sie jeder von euch bald kaufen kann. Über das Matchmaking wird sich gerade beklagt. Wir sind hier mit Tier 8, sind wir hier gerade Top-Tier. Und jetzt fahren wir mal Richtung B. Und da hinten ist schon die North Carolina. Da eröffnen wir mal das Feuer. Und schrägen ein bisschen an, dass wir auch mit den hinteren Geschützen auf die drauf kommen. Ist hier leider zu. Aber wir fahren hier einfach mal entlang. Und es sieht so aus, als ob wir auch getroffen haben. Beziehungsweise, das haben wir ja gesehen, dass wir getroffen haben, aber die Höhe war da noch nicht erkennbar. Our team has taken the lead. Die ging knapp daneben. Heißt es auch noch eine Kongo, sehr schön. Schießen wir doch auch nochmal drauf. Aber die fährt weiter nach rechts als erwartet. Vielleicht trifft da einer. Ne, keiner trifft leider. Muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja eher der der Kreuzerspieler. Deswegen mit Schlachtschiffen muss man sich immer ein bisschen einspielen. Ist einfach nochmal was anderes. Hier kommt dann eine Farragut. Und eine Farragut, wenn dann zum Beispiel kommt und überrascht würde von Torpedos, wie eben natürlich die Tirpitz hat, das ist natürlich schon eine Nummer, die dann schon sehr viel Spaß machen kann. Jetzt starten wir mal unser unseren Scout. Kongo dreht wieder rein. Torpedos to port.
Man sieht, die Flugbahn ist recht gerade, deswegen ist die Fluggeschwindigkeit auch eigentlich ganz gut. Was aber natürlich den Nachteil hat. Oh, jetzt kommen hier Torpedos von der Fubuki. Ja, einen müssen wir mitnehmen, sag ich mal. So, jetzt ist die Fubuki natürlich wieder zu und das ist gerade ein bisschen dumm, was hier gerade passiert. Aber jetzt nehmen wir einfach mal die Atago mit unseren Torpedos aufs Korn, drehen hier weg. Jetzt habe ich leider HE geladen. Für die hätte ich jetzt natürlich lieber was anderes. Dreht jetzt auch ihres Zeichens von uns weg, aber jetzt kriegt sie eine Salve, kriegt sie doch noch ab. Und auch eine HE-Salve, auch die macht auch ein bisschen Schaden wenigstens. Insel voraus. Da muss man aufpassen. So, mit der nächsten Salve wäre sie weg, sofern die noch zum Schießen kommen. Beziehungsweise, wenn wir weiter vorgehalten hätten. So, die Fubuki ist hier noch weiter dran an uns, wie man sieht. Aber wie gesagt, sie ist eben für ein Schlachtschiff ist die Tirpitz recht mobil und beweglich. Da wäre eine Cleveland gewesen. Ist aber leider gerade verschwunden. Man sagt hier jetzt ein bisschen einfach in Bewegung bleiben ist wichtig, weil die Fubuki, die ist hier auf jeden Fall noch am Start. Wird uns sehen, wir sie aber nicht. Drüben kommen die nächsten Torpedos schon an. Und da ist die Cleveland wieder offen. Die schießen wir jetzt einfach mal. Aber Cleveland war zu schnell. Ja, doch, ein 5000er ging er noch raus. Gab es 3 Zieltreffer in dem Augenblick. Wie gesagt, jetzt habe ich die Fubuki gar nicht mehr im Griff. So, da ist einer. Wenn noch einer treffen würde. Ja. Würden wir sie wegmachen. So, da drüben sind jetzt deren Schlachtschiffe. Komme ich leider nicht drauf. Da ist die Fubuki wieder aufgedeckt. Jetzt brauche ich meine Geschütze da drüben. Jetzt ist auch mein Ansinnen, direkt auf die drauf zu fahren, weil wenn ich natürlich an die nah rankommen würde, dann gibt es eine schöne Torpedosalve. Dann haben sie auch riesige Probleme. So, jetzt die Kongo. Kongo ist eigentlich recht weich, das heißt, wenn die gut treffen, dann dürfte die weg sein. Genauso ist es. Wie gesagt, und jetzt ist mein Ansinnen auf die
North Carolina zu gehen. Die werde ich so flankieren, dass ich meine Geschütze links positioniere. Das heißt, ihr seht, meine hinteren Geschütze drehen gerade. Weil er eben so an der Insel ist, dass ich rechts schwierig bis nicht vorbeikomme. Da ist er ja auch. Winkeln das Schiff ein bisschen an, dass er nicht zu leicht durchschlägt. So, jetzt haben wir leider unsere Geschütze noch nicht so weit. So. Und er kommt immer näher. Wie gesagt, wir wissen ja, 6 Kilometer Reichweite Hammer. Wir lassen ihn ruhig noch ein bisschen näher kommen. Wir haben hier keinen Stress. Weil das ist das Schöne, da auch, dass die Tirpitz ja noch so unbekannt ist. Mit den Torpedos rechnet erstmal beim Schlachtschiff keiner. Schießt ja auch mit HE. Ist natürlich auch nicht so ganz gut. Was der Nuke hier so macht. Aber das ist nicht unser Problem. Sondern wir warten noch kurz und schießen jetzt. Und nehmen ihn raus. Das war genauso wie gewollt. Da sieht man, was die Torpedos auch auf dem Schlachtschiff bringt. So, und jetzt kommen Torps auf mich. Als ausgleichende Gerechtigkeit so gesehen. Wir reparieren jetzt mal ein bisschen des Schadens. Sind aber hier gerade auch gut angeschlagen. Gott sei Dank ist das Ruder so in der Form, dass wir uns wegdrehen vom Gegner, weil ich jetzt wenig Lust gehabt, direkt drauf zu fahren. Wir liegen in Führung, aber es sah auch schon mal besser aus. Weil Steuer im Arsch, wir fluten hier gerade. Wenn wir jetzt noch gleich brennen, haben wir das nächste Problem. Ihr seht, der HP-Pool, er wird immer weniger. Zehn lange Sekunden, bis wir endlich reparieren können. So, reparieren können wir. Aber wie gesagt, mit 1900 Struktur ist halt auch das für eine Atago nicht wirklich mehr so wenig. Vielleicht kriege ich... Ah, schade. Ich dachte mir vielleicht noch einen auf die Pensacola. Das wäre schön gewesen. Aber die Atago hat uns hier rausgenommen. Spiel selber dauert aber nicht mehr lang. Aus dem Grund schauen wir uns das noch in Ruhe an. 3 Kills waren es auf jeden Fall. Und ich glaube gerade die Szene mit den Torpedos hat gezeigt, was in der Tirpitz drinsteckt. Und fürs allererste Gefecht wage ich zu behaupten, dass es okay war. So, die Tickets, die laufen gut für uns nach oben. Gegner hatten allerdings noch ein Schiffchen mehr als wir.
deren Flugzeugträger ist zumindest aber mal weg. Der hat sich in dem Fall den Carrier geholt. Noch 800 Tickets. Und wer sieht, keiner unserer Leute ist gerade irgendwo großartig im Gefecht verwickelt. Höchstens unsere North Carolina ein bisschen. Hat hier noch die Pensacola gegen sich. New Orleans natürlich. In dem Fall sollte es eigentlich für die New Orleans. Ist ja Tier 8 gegen hier den Tier 7. Und hat auch nur noch 2600 Struktur, der Gute. Trifft aber besser die Pensacola als die New Orleans in dem Fall. Noch 60 Tickets. Gegner cappt gerade allerdings auf E. Dürfte wahrscheinlich deren Zerstörer sein. 2200 Struktur ist halt wirklich sehr wenig, also anpusten müsste eigentlich schon fast langen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr auf das Endergebnis eben der Runde gespannt, was es dann da gab. So, jetzt ist die Runde beendet. Und wir gucken doch mal. 336.000, es gab 8500 XP, wobei ich habe aber auch die Flaggen aktiviert, 428 freie Erfahrung und konnten in dem Fall knapp 70.000 Schaden machen. Ja, ich denke, das war doch ganz ordentlich. Habe hier mich mit 1600 XP in ein für dementsprechend hohes Gefecht von den XP entwickelt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt einen guten Eindruck von der Tierblitz bekommen. Deswegen, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.